Willkommen zu The Recordamin, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 12. November 2015 und dies ist die 18. Folge. Knapp aber doch. Und mein heutiger Gast ist? Ich bin der Piotr, Peter Frank gebürtig und bin Grafiker. Derzeit auf Arbeitssuche, also ein Underdog, ja. Passt ganz gut zur Serie jetzt. Perfekt für die Folge. Ich glaube, der Kotan... Fast schon, als hätte ich das geplant, oder? Stimmt, ja. Also so ein Underdog-Kotan gibt es in keiner Folge, glaube ich. Aber du bist auf Empfehlung von meinem letzten Gast, dem André Blau, sehr gute Folge, hört es euch an, empfohlen worden. Und, ja, du hast keine Bedenken gehabt, mitzumachen, was ich großartig finde. Naja, es hat sich noch einen Spaß angehört und der Blau ist ein guter alter Freund von mir. Ja. Ich glaube, der will mich da nicht einwassern, hoffentlich. Es wäre der elaborierteste 1. April-Scherz, der jemals... Vor allem November. Also. Ja, ja, eben genau, das ist der erste Trick nämlich. Es ist gar nicht 1. April, das ist der erste Teil vom Scherz. Egal, jedenfalls... du hast, genauso wie der André, die Folgen zur Erstausstrahlung gesehen. Ich glaube schon. Also gerade an diese spezielle habe ich mich zumindest nicht so im Detail erinnern können. Wobei ich eigentlich auch die letzten Folgen, und das ist ja, glaube ich, die vorletzte, trotzdem nicht so gut gefunden habe. Also haben schon nachlassen, auch von den Running Gags. Und Voll. Es ermüdet sich ein bisschen. Ein bisschen sieht man es dann eh drinnen mit dem... Sie lassen die Folge wortwörtlich sterben eigentlich jetzt, die letzten Folgen. In der letzten Folge war die erste Szene, dass Cotton begraben wird. Ah ja, kann man... Zwar nur als Idee, aber... Also nur als Traum, aber trotzdem. Und jetzt hier ist der soziale Abstieg Cottons... wortwörtlich. Ja, und es schließt da einen schönen Kreis irgendwo. Es fängt ja damit an, dass er bei der Donauinsel irgendwo, beim Kahlenberger Dörfel irgendwo, ja, genau, der Insel richtig, irgendwo ja. sitzt und da eine Kris Kristofferson-Nummer, der Pilgrim, irgendwo spielt. Danke, Shazam. unser Tipp war auf wen nochmal? Johnny Cash. Ja, auf Johnny Cash. So, junger Johnny Cash. Nein, Chris Christopherson. Naja, so kann man sich auch irren. Ja gut, im Country bin ich nicht so betucht, was das angeht. Und enden tut er ja, glaube ich, am Hütteldorfer Bahnhof. Ja, genau, richtig. Ja. Wo er genauso mit der Gitarre sitzt und spielt. Und, ja, genau. Und als wandernder Obdachloser. Ja. Naja, dann am Anfang hat er sich ja das Zelt da irgendwo aufgestellt, wo es ihm dann im Zuge der Handlung dann nochmal delogieren wird. Das ist auch eines der traurigsten Dinge, die dir passieren können. Du wirst delogiert von einem Campingplatz. Stimmt, und die halten sich auch noch dann das Zelt und ja, eben. Campingmöbel. Die ja was, keine Ahnung, 50 Schilling wert sind, alles in allem. Weil das eine schaut aus wie einfach wie ein altes Bundesheerzelt, ehrlich gestanden. Ich war nie beim Bundesheer, aber ja, nicht, so stelle ich es mir vor. Wohl, ja, aber wenn du kein Geld hast, so rein professionell, beruflich, muss da der Kotan in der Folge wirklich, wirklich viel einstecken. Und auch, ja. auch privat. Ja, ja. Also nicht nur wieder suspendiert von der Kiberei. Ja, genau. Was in der letzten Folge noch nicht passiert ist. Sondern er wird auch von seiner Frau rausgehauen. Ich weiß nicht, war das Interesse? Das ist schon passiert. Das ist schon passiert, dass er nicht mehr gern gesehen ist zu Hause. Aber das ist größtenteils selbstverdient, muss man sagen. Ich finde es nur komisch, dass sie Haberecht über die ganze Wohnung hat. Das ist, Ehe funktioniert doch halb-halb eigentlich oder so? Ich bin geschieden, das geht. Ah, okay, okay. Ich zahle Alimente und da ist nichts 50-50 manchmal. Okay, Wunderpunkt, aber ja. Fachwissen. Also, passt auch eigentlich. Ja, okay. Also du hast dich da voll reinfühlen können in dem Fall. Voll. Also in meinem Underdog sein. Weißt du übrigens, wo das herkommt, Underdog? Das habe ich letztens einmal recherchiert. Okay, nein. Soll's wissen. Also nur kurzer Abstecher da irgendwo hin, weil ich die Geschichte irgendwo lustig gefunden habe. Also das kommt von den
Holzarbeitern irgendwo, wo es halt Bäume auf eine Vorrichtung, wie es noch keine Bandsägen gegeben hat, haben sie auf eine Vorrichtung irgendwo dafür gebaut, wo dann der Baumstamm irgendwo draufkommt, und da hat es halt eine große Säge gegeben, wo einer oben gestanden ist, der Upper Dog, also, und diese Vorrichtung hat Dogkassen oder so. Also, und der andere Dog hat dann die ganzen Sackschwarten ins Gesicht gekriegt. Ne? Okay, das war der, der war halt im Unfall wirklich gefickt war. Naja, das waren auch die Leute, die dann unten gelegen sind und gesagt haben, die halt im Status der Holzfäller noch nicht so ganz weit droben waren. Ne? Das waren immer die frisch gefangenen. Man muss sich seinen Platz verdienen. Und daher kommt eben das Underdog. Weil okay, das macht Sinn. Ja, guter. Wenn es nicht stimmt, ist gut erfunden. Ja. Ich habe das irgendwo recht lustig gefunden. Aber zurück zur Folge. Natürlich. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Der Fall, der fabriziert ist. Das ist ein fabrizierter Fall, weil das Mordopfer ist, also es ist quasi sehr meta, weil der Mann, der die Fälle lösen könnte, ist der dafür sie beschuldigt wird, und gleichzeitig ist das Ganze nur aufgebaut, um ihn quasi anzugreifen. Naja, gestern ist es ein bisschen schnell vor in der Handlung. Achso, ja, fang mal. Es ist ja so, also das ist, bitte. An das kann ich mich gar nicht erinnern, das ist ja eigentlich ein ganzer fast Filmgeschichte, also eine österreichische Filmgeschichte, ja. Die Szene, wo der neue Kottan, der halt suspendiert ist, kein Geld hat, weil er wahrscheinlich auch Alimente zahlen muss, ja. Einen Job sucht als Privatdetektiv, ja, beim alten Kottan, beim Franz Buchrieser. Und das war eines der besten Momente überhaupt der ganzen Folge. Das war ja also absolut. Nein. Ich hab zweimal hinschauen müssen, ist das der Buchrieser? Also, nein, es sind schon ein paar Jahre dazwischen und er schaut nicht mehr ganz so aufgefuckt aus, und sie filmen mit anderen Kameras nämlich, weil die neueren Folgen sind wesentlich wärmer vom Bild als die alten, die auf Film geschossen worden sind. Naja, das stimmt schon, ne? Aber trotzdem eine Wahnsinnsszene. Also ich habe das eh erwähnt, es gibt ja einen Film, wo der Cotton vorkommt, aber außerhalb der Cotton-Serie ist, den Tüchtigen gehört die Welt. Ja. Wo auch beide spielen, wo aber der Buchrieser der Cotton ist und der, ich weiß nicht mehr, was für eine Rolle das er genau gehabt hat, der Resetaritz, ja, aber da spielt er irgend so einen Kleinkriminellen irgendwie. Ne? Okay, also umdreht in dem Fall. In dem Fall umdreht. Ne? Und ich finde es vor allem großartig, dass der Charakter ein Kärtchen in seiner Brusttasche hatte, das erste Mal, wie er auftaucht ist, und es stand eben ehemaliger Polizei, Major und so weiter und so weiter. Und ich so, okay, gut. Und dann in der anderen Einstellung sieht man den Adler hinter ihm. Genau, das war auf eine Schlägarbeit der Folge 17. Das oder war 16, ja genau, richtig. Ich habe 17 aufgeschrieben, aber ja. Schauen wir mal, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Wurscht, egal. Wir haben uns da ja Notizen gemacht. Ja. Also allein schon das ist... Ja, das ist... Die Easter Eggs sind großartig in der Folge, weil sie sind, keine Ahnung, überall. Ja, und es ist auch sehr Comics-lastige Folge. Also ich sehe, du bist ja den Comics ja auch nicht ganz abgeneigt. Ich habe jeden, bis auf den letzten Asterix und Obelix, habe ich alle, ja. Genau, Beispiel. Und es fängt ja auch wieder an mit dem Asterix und Obelix-Intro, genau, richtig. Und diesmal kommt sogar ein Asterix-Band als Requisit vor, nämlich das Asterix und Cleopatra. Eines der besten. Und beim... eine Superman-Werbung kommt auch noch vor. Also es ist vor allem, weil mit dem... Oh, deswegen wahrscheinlich. Okay. Oh shit, das macht so viel Sinn. Weil in einer Buchrieser-Folge mit dem Cotton sieht er sich aus und er hat ein Superman-Kostüm drunter. In einer Telefonzelle, glaube ich. Nein. Er macht das einfach so, weil er sich... Also der Gegner und er haben so ein Standoff. Und beide ziehen sich aus und er hat ein Superman-Kostüm und der andere ist nackert und rennt weg. Ich kann mich erinnern, ja. Oh, wow. Ja. Also das ist wahrscheinlich auch noch gewollt. Ja. Natürlich, also, ja. Also da sieht man einfach, dass Kokain funktioniert. Ja. Als Detail, wenn du detailversessen bist und du möchtest dein Set-Design richtig hinbekommen, dann musst du einfach viel Kokain anscheinend nehmen. Ja, weil es waren die 80er, es war 83. Ja, Falco so, und alles. Stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ist. Das,
Also jetzt, 84 ist es sogar in der Folge. Ich habe ein Plattencover mal gemacht als Grafiker für einen Falco, aber Posthum noch das. Verdammt, wir leben noch, das ist von mir. Ne? Ah, okay, cool. Ich wollte schon fragen, woher Leute deine Arbeit kennen, aber das ist definitiv ganz oben in der Liste, oder? Naja, ich hab früher für Marco Spiegel gearbeitet, aber okay. Wir reden da über Kotter noch nicht. Ja, okay. Ne? Plugs kannst du dann noch am Schluss machen. Jedenfalls, Kottern trifft Kottern, Kottern stellt Kottern ein. Ja, es ist ja lustig, dass er vorher seine Mutter da irgendwo trifft, auf eine Anzeige, wo halt ein Privatdetektivbüro einen jungen, wendigen und intelligenten. Ja. Da giften sie sich gegenseitig an, intelligent und eigentlich. Von beiden und, es dürfte dann da... Die Mutter hat wieder mal die Oberhand bekommen. Nein, der Kotter ist ja genommen worden. Ja, aber ich meine nur generell argumentativ ist die Mama wesentlich schlagfertiger als er. Natürlich. Ja, sie ist dann einer, sie schreibt dann mit dem Lippenstift die Observierungen aller Art, Abservierungen aller Art. Und vor allem ein fast Anarcho A. Stimmt, ja, mit einem Weibchenzeichen dann irgendwo. Ja, genau, richtig, ja, das Symbol für Weiblichkeit, genau. Mhm. Ja, weil so, das ist kein schlechter Wortwitz oder was auch immer, dass man das nennen darf. Gag. Ja, gut, das ist nicht was Gott was. Im Englischen würde man es einfach Bit nennen. Ein paar Sachen habe ich auch nicht verstanden. ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Running Gag. Also ja. Ich habe jetzt den ersten Kottern seit 20 Jahren wieder mal gesehen. Oder eben, genau, es ist sehr frisch jetzt für dich. Und ich kann mich natürlich jetzt nicht an alle Vorfolgen erinnern. Vielleicht habe ich sogar ein paar nicht gesehen. Also mag auch sein. Ich glaube, die ganz alten mit Peter Vogel, die weiß ich gar nicht, ob ich die gesehen habe. Ja. Nein, weil eine Szene zuvor sitzen ja die Polizisten, der Pilch, Schrammel und Schremser irgendwo zusammen. Der Schrammel isst eine Käseplatte. Und ja, warum auch immer. Woher auch immer eine Käseplatte hat. Und das Komische ist, das ist Pilzbüro. Hinterm Pilch sieht man ein Gemälde vom Prinz Eugen oder wem auch immer, wo das Konterfei vom Schrammel irgendwo einmontiert worden ist. Ja, und das Gemälde hängt schon längere Folgen da, aber man hat nie das Gesicht gesehen. Ich glaube, das ist das erste oder das zweite Mal, dass man das Gesicht sieht, und das erste Mal war es der Pilch und jetzt ist es der Schrammel. Ach so. Ja, okay. Also das ist ein Running Gag und es ist super weird und mir hat er wirklich gut gefallen, weil das war eben das erste Mal, wie man Pilchs Büro gesehen hat man eben dieses riesige Gemälde gesehen, wo man nicht den Kopf gesehen hat. Und das war einfach so, oh mein Gott, hoffentlich wird das ein Running Gag, hoffentlich. Und dann ist es jetzt zum zweiten Mal wirklich die Punchline. Und also Cotton ist jetzt die Serie, die österreichische, wo der Running Gag auf zu Hause ist, ja. So zelebriert worden ist, wie sonst nirgends. Absolut, ne? Absolut. Und wenn wir schon von chronologisch, nämlich auch von Running Gags reden, Pilch und Schrammel und Schremser lamentieren eben ein bisschen über die Beliebtheitszahlen von ihm und das ist, dass der Kotter ihm jetzt weg ist und alles. Und sie gehen dann raus aus seinem Büro und er zieht die Waffe und bedroht und erschießt den Kaffeeautomaten vom Kottern. Also in Folge 18 stirbt er wirklich, der Kaffeeautomaten. Ja, jetzt ist er endgültig tot anscheinend, außer er kommt für den Film das wieder zurück, wie den Film oder so. Weil das könnte sein. Oh ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass sie es für den Film wieder zurückbringen. Das, ich weiß nicht, ob ich den Film überhaupt gesehen habe. Hat auch nicht so gute Rezensionen, glaube ich, gekriegt. Aber, furchtbarer. Vielleicht sollte man dann eher mal anschauen. Wie gesagt, letzte Folge. Jetzt habe ich ja Blut geleckt. Ja, jetzt brauchst du wieder deinen Kottern-Fix. Hey, es gibt Kottern zum Streamen auf YouTube oder iTunes. Auf iTunes? Ja, zum Bezahlen. 3 € die Folge oder so. Ja, dafür kannst du die DVD-Boxset kaufen. Ich habe einen Bekannten, der hat es, die konnte ich mir ausborgen, glaube ich, sogar von ihm. Peter aber, Max. Ja, mag wirklich sein, dass das bist du. Also. Jedenfalls wird eben der Kaffeeautomat erschossen und
Noch ein Easter Egg. Columbo ist im Hintergrund. Stimmt, bei der Szene Buchleser Resetarits. Ja. Wo komischerweise eben beim Vorstellungsgespräch zwei Poster irgendwo hinten auf Staffel 1, glaube ich, sogar aufgestellt sind. Ja. Wo bei einem der Peter Vogel, also der ganz erste Kotan, dann der Columbo am zweiten Bild da irgendwo abgebildet sind. Ja, ich habe aber nicht gewusst, dass der Peter Falk, der Columbo, jemals einen Kotan gespielt hat. Nein, das wäre eine tolle Crossover-Folge. Das wäre eine große. Vielleicht jetzt lebt noch. Ah, Vogel lebt nicht mehr, verdammt. Ich weiß nicht, ob der Peter Falk nicht anders gestorben. Eben, der ist schon. Der Peter Falk ist schon. Glaub, ja. Ist schon. Aber mit Resetarits und wir machen es digital. Wurscht. Ja? Ja, heutzutage geht das ja. Ja, eben, keine Ahnung. Disney macht mit. Weil Columbo ist in den USA auch beliebt. Boom. Co-Folge, co-produziert. Ganz einfach. Das war super, ja. Also, ja. Man weiß zwar nicht, warum das da ist und warum bei einem Vorstellungsgespräch. Also, es ist einfach da. Ja, aber, wie gesagt, der Set-Designer hat sich gesagt: Oh, da ist eine Lücke, da müssen wir es noch mit irgendwas auffallen. Ah ja, ich weiß was Lustiges. Ich habe da noch irgendwo ein großes Porträt von Columbo rumliegen. Ich glaube, das haben sie absichtlich gemacht. Weil die haben nein, definitiv der, haben sie es. Von der Qualität waren der Peter Vogel und der Columbo eigentlich relativ gleich gut da irgendwo bei den Konterfeist und so. Das, ja. Das dürften sie in einem Auftrag gegeben haben. Das waren erst nicht das rammen wir erst zu mit alten Requisiten, sondern das war gewollt. Ja, absolut, ich, ne? Absolut. Genau, und er kriegt seine Aufgabe und er muss nämlich einen Kanadier beschatten. Ja. Nein, ich glaube, er ist sogar Wiener, aber seine Frau ist Kanadierin, die den Auftrag gegeben hat. Genau, richtig, ja. Komisch, schon wieder so ein Crossover zu meinem Leben, meine Ex-Frau, die mir jetzt auch nicht in Ruhe lässt, die ist auch Kanadierin. Ah, okay. Ja. Ja, wow, du hast es wirklich für dich gemacht, die Folge. Die Folge, die hat wirklich sehr viel... Jemand hat sich 1983 gedacht, was könnte man für einen Piotr machen? Ja, da war ich aber noch nicht verheiratet, 83, ja. Die goldenen Zeiten. Ja, whatsoever. Oh ja, das ist Englisch. Das ist Englisch. Oh ja, da schauen wir mit. So daneben. Gut. Das beste österreichische Englisch, das ihr euch vorstellen könnt. Stellt euch jeden österreichischen Politikers Englisch vor. Macht es ein bisschen proletarischer und dann kommt sie ungefähr hin. Ja, also auch eine nette Szene, aber die ist ja erst später, weil ja. Der Kotan. Vorgegriffen, ja. Der Kotan. Ich weiß nicht, ob wir das erzählen müssen oder erst nur auf Szenen springen. Also ja, nein, aber damit wir generell den Handlungsfaden behalten, glaube ich, ist das gar nicht mal so schlecht. Ist glaube ich, gut, ja. Ja. Und er muss quasi diesen Ehemann der Kanadierin beschatten. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Seitenhieb auf dieses Nötigen gehörte Welt, wo auch sehr viel am Südbahnhof, glaube ich, gedreht worden ist. Okay. Und gerade da wird dann eben der zu Observierende oder zu Abservierende, wie es Frau Wolf, die Mutter von Kotan irgendwo geschrieben hat, der wird dann abserviert auf sehr effiziente Weise, nicht nur der Stochen mit einem Schirm, sondern auch noch ertränkt in einem Goldfischbecken. Ja, genau, richtig, weil, keine Ahnung, 12 oder 16 Aquarien herumstehen in dem Putzraum von der Putze. Genau, die hat ja auch ein Hobby. Ja, genau, richtig. Ja, netter Seitenhieb. Oder was haben sie gesagt? Vielleicht wollte sich die Fische nur von ganz nah anschauen. Ah ja, und der Schrammel. Nein, das geht nicht, der ist weitsichtig. Ja, da steht sie ja beim Führerschein. Das war exzellent geschriebener Dialog. Ja, ja. Exzellent geschriebener. Der war und wie wir dann später noch herausfinden, ist er erschossen worden auch noch. Stimmt, ja. Ja, also und ist gleich drei Sachen passiert. Und vor allem, man hat nichts gehört, was anscheinend auf die Qualität von den Türen der ÖBB zurückführen lässt. Naja, aber ist das eine Werbung für die ÖBB? Naja, man hat viel gesehen, was in Wirklichkeit meines Wissens nicht gegeben hat. Also gut, es hat die alten Automaten, die man da irgendwo gesehen hat. Es ist ja immer so... Oh, der Automat, der, mit dem sich der Kotan rasiert, genau, der Münzrasierer, der war ja super. Also meines Wissens hat es das nicht gegeben am Südbahnhof, aber... Ich hoffe, das ist ein Gag, weil das ist definitiv ein hygienisches Desaster. Das wird sicher nicht nach jedem Mal desinfiziert. Da sind 5000 andere Leute. Warst du schon mal auf dem Bahnhofsklo? Ja, aber die werden geputzt. Ja?
Nein, 80er Jahren. Ich weiß nicht, keine Ahnung, damals habe ich nicht gelebt. Ich weiß nicht, wie sie damals waren. Wahrscheinlich ja, super grausig. Ja, also zum sagen wir froh, dass aber es keinen olfaktorischen Aspekt des Filmes irgendwo gibt. So. Hat sogar gleich mal einen Film gegeben, wo mit so Rubbelkarten, wo es es gibt auch 4D-Kinos, wo sie dir Dämpfe ins Gesicht sprühen während dem Film. Oh, super. Ja, es ist nicht, es nicht ist, unbedingt. Nein, es ist extra grausig. Ja, aber jedenfalls zurück zur Folge. Münzrasierer, EU, aber vielleicht in den 80ern okay. Ja, aber dann ist das wieder ist ein weiterer... Das ist oben ein Uranstick, der das Ganze desinfiziert. Wahrscheinlich. So, ja, wir haben ein bisschen Radium da gefunden, das verwenden wir jetzt dafür. Aber die alten Telefonautomaten, die dann auch vorkommen, wo dann der Kotter nachschauen muss, was der Polizeinotruf ist. Ja. 1, 3, 3. Ja, und ja, das war dann ein bisschen ein flower Gag, wo dann eben der... Horak versucht... Der Notruf quasi... Also, der war äußerst schwach. Der war... Hilfe, Hilfe, der Notruf dann irgendwo. Da drauf kommt das ja, Witz kam raus, du bist am Zingelt. Aber da hatten wir einige solche Momente, wo der Pilch zum Beispiel umfällt mit dem Waschtrog. Ja, das war. Also es gibt ein paar letzten Folgen sind halt sehr slapstick-mäßig. Ja, und ein paar gehen irgendwo. Wahrscheinlich auch von Peter Sellers ein bisschen inspirieren lassen. also manche Sachen sind halt. Ja, nicht so. Zu viel Gras geraucht und 8mm Filme geschaut. Ja, mag sein. Nee, und was wir Sachen. Nicht gesagt haben, der beim Rasieren hat ja der Kotter dann diesen Unterweltkönig, den Kaiser, den Wasservogel. Ja, genau, richtig. Und der... Junior, Wasservogel Junior. Der Senior hat sich nämlich Seppuku-Style aufgeschlitzt, das ist Harakiri, Harakiri-Style aufgeschlitzt im Büro vom Kotter. Weil das nicht mehr aushalten hat. Das habe ich auch nicht mehr im Hinterkopf. Aber wie gesagt, die erste Cotton-Folge seit 20 Jahren. Und man möge mir verzeihen, dass ich das nicht alle... Aber der Junior ist die... Im Hinterkopf. Ja, der Junior ist ja die... Keine Ahnung, das Bild eines texanischen Ölbarons eigentlich. Mhm. Einfach dieses Oldschool-Saufen mit dem texanischen Cowboy-Hut. Alles in weiß, weil man so reich ist, dass man nicht mehr in den Dreck gehen muss und so. Ah, gut, das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe ein Bild. Ich glaube, das soll die Symbolik sein, dass das einfach jemand, der so reich und mächtig ist, muss... Ich hoffe, dass sie sich bei den Kostümen was gedacht haben. Speziell in den Folgen, wo sie den Resitaris in eine Jeans-Latzenhose gesteckt haben. Das war ja dann fast schon der Cotton-Look dann, ne? Ja. Der war in ein paar Folgen, glaube ich, mit der Lampe. Wow, das war furchtbar. Wow. Das war... Nein, damals war es cool vielleicht, ja. Ich weiß nicht. Aber jetzt schaust du aus wie einer von den Panzerknackern. Das war es auch schon wieder. Ja, Panzerknacker, ein weiterer Stichwort. Der Cotton befreit dort den Horak, seinen Erzfeind. Ja, genau, richtig. Und der schaut dann... Also mir hat er ein bisschen erinnert. Also wirklich das gestreifte Outfit von der... Von den, also nicht Panzerknacker, aber die alten Filme. Mir ist vollkommen wieder Oliver Hardy. Wieder Oliver Hardy, da gibt es vielleicht das. In Dings, die Giganten. Ich weiß jetzt den englischen Titel nicht, aber mit dem... Ah, fuck. Ah, ja, wie heißen sie? Ich weiß nicht, mich hat er bei Stan Lolle den Oliver Hardy erinnert. Ja. Und das auch. Ja, stimmt, die brechen auch mal aus. Stimmt, ja. Und der Horak in seiner Körperfülle, und sein Gesicht ist fast ähnlich. Nein, er ist aber er ist perfekt der Wiener Ungustl. Stimmt eigentlich. Ja. Also in seiner Körperform, der Schnurrbart, der nicht wirklich gepflegt ist, aber es ist ein Schnurrbart und ein bisschen grindig und einfach alles ölig und so. Er ist eher ein Charakter, der... Schmierig ist das Wort. Der in einigen Folgen vorkommt. Ich weiß nicht, einige. Es gibt eine, wo er die ganze Zeit versucht, eben den Cotton umzubringen, aber der Cotton merkt nichts davon. Ja, das ist ja eine Reprise diesmal, ne? Weil er hat ihn nur aus dem Gefängnis raus, dass der Cotton wie von ihm umgebracht werden, weil er vorher, das wird dann ein bisschen aufgebaut, weil da sieht man irgendwo am Abend irgendwo sitzen und liest ein Buch Depressionen leicht gemacht. Ja, und wie man sie nutzen kann. Wie man sie nutzen kann, genau. Also ja, also ich hoffe, diesen Buchtitel gibt es wirklich. Ich hoffe. Wenn nicht, schreibe ich's.
Das wollte ich gerade vorschlagen. Ja. Also, den Buchtitel stehle ich. Das gehört. 30 gehört. Jahre, das verfällt, oder? Nach 30 Jahren verfällt so eine Idee. Kann man das für seinen eigenen Witz verwenden. Mhm. Ja, und dann ist halt, wenn wir beim Mord eigentlich noch sind, am Südbahnhof, ja, wird natürlich der Kot dann gleich verdächtigt von Pilch und Konsorten. Trotz aller Sachen dagegen. Ja. Erstens, er beschattet ihn. Zweitens, er hat sie angerufen. Drittens, er ist an der Mordstelle und weiß, wer der wirkliche Mörder ist. Ja. Er hat keinen Sinn. Sie haben nur so, Pilch hasst den Kottern. Also lassen wir alle Logik aus dem Fenster werfen. Wobei, das ist schon vor ein paar Folgen passiert. Logik bei Kottern. Naja, aber manche Folgen hatten wirklich Kohärenz und Kleber und es hat logische Abfolge von Dingen gegeben, aber es ist immer absurder und absurder geworden. Und jetzt sind wir schon an dem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir sind zu faul, einen richtigen Plot zu schreiben. Also schreiben wir einfach den Plot, den wir uns ausgedacht haben beim ersten Mal. Und alles andere sagen wir einfach, ja, verrückt ich oder so. Ich weiß, da wollte ich schon noch mehr vom Zenker, dass er da nicht so ein Volltier war. Hoffen wir. Nein, ich meine, es ist die vorletzte Folge. Die ganzen Details drinnen, also vielleicht haben sie die ganze Energie da reingesteckt, die ganzen Easter Eggs, was drinnen sind, und dafür die Handlung, gut, die ist wirklich dünn, die kann man, glaube ich, mit zwei Sätzen erzählen. Ne? Ja, aber absolut. Ich will nicht vorgreifen. Ne? Die zwei Sätze willst du nicht vorgreifen? Oh, danke. Wir warten in 15 Sekunden darauf, dass es passiert. Na gut, er wird dann quasi zum Polizeikommissariat zitiert. Ja, genau. Wo er dann seinen... Oh, was wir vergessen haben. Was haben wir vergessen? Die Spurensicherung Winnetou. Ah, yesas. Oh, wow, das war der erste. Oh, das ist der erste rassistische Witz, den sie eingestreuselt haben. Politisch korrekt war die Folge überhaupt nicht. Also da wären alle... Diesmal haben sie sich wirklich viel erlaubt. Ziemlich alle Minderheiten, die man... Das ist in der ersten Folge, war es ja das der Aufhänger, wo sich dann die Leute auch aufgeregt haben. Das ist so schlimm, dass sie sich in der zweiten Folge dafür quasi darüber reden mussten. Und zwar, dass es. Das ist, glaube ich, eher ein Unterschied zwischen. Also, zumindest, glaube ich, habe ich das einmal gelesen, dass der Peter Vogel eigentlich irgendwo der Grandler und der, ja, genau, der politisch unkorrekte Rassist da irgendwo war, wo der Buchriese. Kleinbürger-Rassist. Wo der Buchriese dann eh gegengesteuert hat irgendwo. Ne? Also der, ja, genau, richtig. Ja, der ist definitiv sympathischer. Ja. Also, oder wenigstens, man kann sich mehr über ihn identifizieren. Und eben, jetzt eben, wow, das erste ist eben, sie so, na, wir werden lieber überlassen, das der neuen Spurensicherung. Und das sind zwei fucking Indianer, die definitiv nicht Indianer sind, sondern sie haben einfach irgendwelche, keine Ahnung, Kroaten genommen. Na gut, passt. Winnetou ist ja in Kroatien gedreht worden. Ja, toll. Es hat die nächsten Indianer zu uns gewesen. Das ist trotzdem so falsch. Vor allem, weil sie die Spuren... Und sie sind in klassischem Kostüm und allem. Es ist ein guter Gag. Ich glaube, sie haben sogar einen Tomahawk gehabt. Ja. Weil für die Spurensicherung brauchst du einen Tomahawk. Du brauchst das Kriegsbeil, das du ausgegraben hast. Ja, voll. Ne? Oh, wow. Das war... Stimmt, das war der erste, also das nur so raschelt, gibt's da. Ich fand's lustig, ja? Verstehe mich nicht falsch. Es ist super rassistisch. Es ist aber was vom Timing. Vom Timing und allem drumherum perfekt abgestimmt, ja. Weil sie einfach so, na, das übernimmt unsere Spurensicherung und dann schwenk und dann sind die da. Perfekt gemacht, ja. So muss man einen Witz präsentieren, ja. Nur der Inhalt vom Witz ist heutzutage. Der ORF würde sagen, na, das machen wir heutzutage nicht. Ja, das ist eher, also heutzutage wird das nicht durch die ORF-Zensur irgendwo durchkommen, ne? Aber damals gab es auch ORF-Zensur, es war nur eine andere. Stimmt, ja, stimmt. Und Kottan war da zum Beispiel schon so ein bisschen schon ein Zugpferd dann eigentlich, ne? Ja, absolut. Auch so viele Brüste, die ich gesehen habe jetzt schon. Es gibt, keine Ahnung, 12 von den Folgen haben irgendwann mal Tiddies drinnen. Einmal lassen sie einfach ein nacktes Pärchen durch eine Wiese rennen, das mit Minen versehen ist. Aha. Ja.
Also sie haben einfach nur noch dann irgendwelche Ideen an die Wand geworfen, so, oh ja, wir müssen irgendwie noch Brüste in die Folge Echt so ein reinbringen. Brainstorming wäre immer gern dabei gewesen. Ich glaube, da, also nicht wegen der Drogen, auch wegen den Drogen wahrscheinlich, so, aber. Was machen wir als nächstes? Oh, ich weiß. Wir lassen sie. Nein, nein, da war ja auch der Bösewicht am Schluss King Kong. Ah ja. Ja. Also wirklich fucked up. Das war bis jetzt definitiv einer der psychedelischsten Folgen. Ich muss mir die alten wirklich einmal anschauen. Also, oh, bitte, da, bitte, so tu viel, das. So viel ist aber dazu kommen wir noch. Wie sind rausgefallen. Ja. Oh, wir haben das schwarze Schaf haben wir auch vergessen. Cotton verwandelt sich in ein schwarzes Schaf. Bad, ein paar Mal und dann ist er wieder Cotton. Das kann man auch. Ich habe das ja so gesehen, dass da ein schwarzes Schaf irgendwo daneben war, mit einer Polizeimarke oder so. Ja, eben, aber es war der Cotton. Der Pilch hat sich nämlich, während er sich gesagt hat, wir brauchen hier kein schwarzes Schaf, sich gedacht, dass er jetzt auf einmal ein schwarzes Schaf sieht. Habe ich nicht verstanden. Den hätte man, glaube ich, nur ein bisschen, also zumindest. Sickern lassen können. Ja, oder ein bisschen. Bisschen plakativer gestalten, ja. Irgendwo. Okay. Gut, den habe ich nicht mitgekriegt, aber ich bin da irgendwo. Vor allem, weil sie ihn dann ja mit dem Ersatzkotton präsentieren. Und die Dings haben wir auch vergessen. der Chris Lohner auftritt, diesmal, wo der Aktionszauberer Bildschirm, wo es den Bildschirm von beiden Seiten putzen, die Chris Lohner im Fernseher und die Frau Kotton von sie außen. Sie haben keine Ideen mehr. Keine Ideen mehr. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das ganz lustig gefunden. Ja, es ist lustig, aber es ist wirklich an der Ideenkiste ganz unten kratzen. Ja. Ja. Ja, für mich waren das immer so die Highlights, die Chris Lohner Auftritte. Ja, absolut, eben, aber das ist definitiv derzeit ihr Schwächster. Mag sein, ja. Aber ich bin froh, dass es vorkommen ist. Also, weil ich schon so lange keinen Kotter mehr gesehen habe. Es ist ein Retro-Gefühl, wenn ich die Chris Lohner nicht gesehen hätte. Stimmt, ja. Na eben, was habe ich mir da aufgeschrieben? Altrömischer Unterschlag. Ja, da sind wir schon. Da sind wir schon beim Ersatzkottern. Du hast ihn erkannt. Polizeikommissariat. Ja, der Eddie Arendt. Ja. Der beim Edgar Wallace früher eben Ed den Butler gespielt hat. Und der schaut genauso aus, nur dass er halt, glaube ich, einen Arm weniger hat. Weil genau. Sein Charakter, also seine Figur. Aber man sieht eindeutig, dass er einfach den Arm unterm Anzug drunter hat. Das waren die 80er Jahre. Nein, nee, es ist wie bei Louis Define. Es war wie bei Louis Define. Ganz einfach. In einer. Ja, und Suffisant wird halt dann der Nachfolger vom Pilch, dem Cotton, vorgestellt. Ja. Der Pilch verkühlt sich dann weil auch nicht politisch korrekt, denn eigentlich Behinderten, weil er nur einen Arm hat, da irgendwie. Als nutzlos darstellt, ja. Und was dann nimmt er nicht den altrömischen Untergriff oder den Unterschlag. Nein, zuerst nimmt er ihn und dann sagt er, wie wollen Sie mich jetzt verhaften? Und er sagt mit dem altrömischen Unterschlag, was einfach nur ein Knie voll in die Eier vom Pilch war. Und ich wette, er hat da einfach nichts drüber getragen. Da waren vielleicht ein paar Sockenpärchen dazwischen, ja. Aber mehr auch nicht. Weil das muss wehgetan haben, das war nicht gestellt, wie er ihn in die Eier gehaut hat. Ich weiß nicht, also ich glaube, die passen schon am Schaden. Also, tritt mir bitte weich in die Eier, ja. Nicht hart, ja. Bremse am Schluss ab, mach Kontakt, aber nicht mehr. Ja, aber es ist lustig, dass er wirklich wie der Bartel ausschaut. Also, der Eddie Arendt ist wahrscheinlich. Ja, nein, aber der hat auch ein eindeutiges Gesicht, weißt du, das ist. Stimmt. Also. Mich wundert es nicht. Den könntest du in ein Nicolo-Kostüm setzen. Die Alterssenilität setzt bei mir ein. Also bin ich auch der 60er-Jahrgang schon. Und ich erinnere mich an manche Sachen, die ganz früher waren, erinnert mich relativ gut. Und ich weiß nicht, warum mir der Eddie Arendt eingefallen ist. Dabei habe ich früher gar nicht so viel Edgar Wallace-Film geschaut. Tja, der Retro-Effekt tritt ein. So ist es, ja. Ja, absolut. Na, gehen wir weiter in der Folge und da wird dann der Schrammel konfrontiert mit einem zweiten Standbein. Stimmt, genau, weil er die Kanadierin einvernimmt jetzt. Stimmt, er ist im anderen Zimmer und. Und wow! Wow! Da kommt dann der das zweite, ist eine heiße Kanadierin! Ja. Wahnsinn! Ja, also 80er Jahre heiß. Ja. Ja, sie schaut. Mit dem breiten Lippenstift aufgetragen und dem Glitzer im Gesicht. Ja. Ja. Und eben und eine, hatte, würde man sagen, afroamerikanischen Ursprungs oder Hintergrund. Ja, genau, richtig. Ja.
Wobei in Kanada ist es eher wahrscheinlich, dass sie während dem Unabhängigkeitskrieg zurückgebrachte, nach Briten zurückgebrachte Sklaven waren, die dann in Großbritannien befreit worden sind. Ich glaube, der Trinker hat sich da gar nicht so viel Gedanken gemacht. Der hat einfach, nicht? Glaubst du nicht? Der hat beim Casting, die passt. Ja, sie passt nämlich, wirklich. Da können wir nämlich Schokopudding einbauen. Oh, wow, ja, wow. Das Strike 2 Folge, ja. Strike 2. wie hätte er sich sonst diesen süßen Schokopudding leisten können? Das war, glaube ich, der Satz. Genau, ja. Wow! Und der Buchreser, eben der Chef vom Kotan, ja, also der Privatdetektiv Capo, ist ja auch dort, weil sie ja seine Auftraggeberin noch, ist. Und ne? Er der auch noch Rechtsanwalt ist. Rechtsanwalt ist auch noch der Ex-Kotan. Ja, irgendwo muss man durchkommen, ein zweites Standbein braucht er. Und eben da gibt es dann das Zwiegespräch. Ja. Was hatten Sie als zweites Standbein? Und da sagt der Schrammel, sagt man, irgendwann Schauspieler. Und er schlaft alles Gesicht. Ja, hat er ganz gut gespielt. Also der Schauspieler, der ist ganz gut, der Schrammel spielt. Oh ja, absolut. Nein, wirklich. Perfekt besetzt. Ich mag den recht, recht gern. Ne? Ja, und in der gleichen Szene entlässt sich der Kotan selber. Naja, er fragt, bin ich entlassen und der Buch ist. Sagt. Jop. Leider ja. Leider ja, sagt er, glaube ich. Aber ja, er wird entlassen. Er ist draußen. Das war's für den Kotan. Ja, komischerweise wird er auch nicht bezahlt. Na gut, er hat nicht wirklich viel getan, außer ja. Die Leiche. Ja, eben die Leiche gefunden, die im Nebenzimmer war. Ja. Und er hat sich nichts gedacht, dass nachdem der eine Typ da. Ja, wurscht, egal. Nein, und. Ja, nach dem Schokoladenpudding will eben der Pilch den Wasservogel also stellen. Also den Kaiser stellen. Und ja, genau. Was auch tut. Mit dem Song von den Beatles. Here Comes the Sun. Here genau. Comes the Sun. Geht er ins Palmenhaus und da sitzt der Wasservogel. Und ja, so. Was eh schon seine Stammlocation ist. Also da. Auch für den Senior. Ah, verstehe. Ne? Ja, das ist ein. Das kann ich mir auch nicht mehr so erinnern. Aber ja. Vor allem, weil sie beide Pins tragen. Auf dem I like Pilch und I like und Nero. Ja. Der Kaiser, ne? Ja. Ich hoffe, die Pins gibt's wirklich. Wenn nicht, mache ich mir die selber. das wäre der größte Insider ever, wenn das jemand mal mitkriegt. Ja? So, wow! Ich weiß, wovon du redest und ich so. Ja, bei Pilch mag es sein, dass die älteren Semester das schon noch Milch vielleicht, kriegen, ja. Weil der war ja eine Kotan-Hauptfigur. Oh ja. Und wenn du da Pin tragst mit I love Nero, da musst du schon ein Insider sein, dass das. Ja, dann, dass das weißt du, die meisten Folge so Nero Burning Rome, das ja. Brennprogramm aus gibt's den 2000ern. Noch? Ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt. Wer brennt nur CDs? Eben, ja. Meine Tante. Ah ja, und das haben wir vorgegriffen, nämlich da. Ja, also es endet eigentlich damit, dass der Pilch eigentlich die Flucht ergreift, nachdem er eine Flasche Cognac aussaufen hat müssen, ja. Mit angehaltener Pistole. Und dann kommt eben dieser und er rennt durch die Stadt, ja, und komischerweise steht er dann vor einem Baum, wo dahinter irgendwelche Mädels sind. Also aber zuerst rennt er durch die Tür wie der Hulk. Stimmt, und die ganze Tür zersplittert einfach in 1000 Stücke. Das war ein guter Special Effekt. Da haben sie, glaube ich, noch ein bisschen Kohle gehabt. Was macht man? Ja, genau so. Hey, ich habe da noch diese komplett zerbrechlichen Türen. Die müssen weg. Ja, genau, die stehen einfach nur rum. Lass mal den Bild durchmarschieren. Ja, da habe ich auch nicht ganz verstanden. Warum. Das war so ein Pilch-Hulk. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte einen Wortwitz draus machen, aber es ist so schwach. Ja. Ja, aber dann eben, genau, nein, und er schaut, naja, klar, das ist der Prater, also der Prostituierte. Am helllichten Tag. Oder ist das einfach nur 80er-Mode? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Das wäre ein gutes Ratespiel. Prostituierte oder Prostituierter oder 80er-Klamotten. Und man muss immer zwei. Ja, es stimmt. So wie schon. Memory. Das ist aber schwer, das ist wirklich schwer, glaube ich. Ja, das ist absolut. Mit den aufgemachten Haaren
und den Lack und Leder und dieses Neonzeug. Ja, und hernach, also nachdem der Pilz geflüchtet ist, schickt er da dann eben, wie die Folge auch heißt, der Kaiser schickt die Soldaten aus. Und das Endlich kommen wir zum Titel. Das sind wirklich Husaren-Soldaten, die, die er da hat, so mit Stiefeln und roten... Kann es sein, dass Palfraders Kaiser basierend auf dem Kaiser ist? In seiner pompösen... Ich weiß nicht, also das wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt. Beides ORF, also Copyright-mäßig hätten sie keine Probleme, glaube ich. Naja, das ist eigentlich ein bisschen eine andere Idee als der Unterweltkaiser und dann wirklich der Aber trotzdem, er hat Husan wie ein echter Kaiser. Ja, ja, und die schickt er dann eben aus, um den Kottern zu ermorden, ne? Der halt quasi die Hauptanklage, also wer der Zeuge ist, wer ihn gesehen hat, ja, am Dings und dann am Tatort und da schickt er die aus mit Husaren-Säbeln und ja, dann... Er lässt sie mit dem Satz kommen, antreten zum Morden. Großartiger Satz eines Bösewichts. Naja, also... Naja, da weißt du gleich als Soldat, was abgeht. Ja? So antreten zum Morden, ja. Ich war nicht beim Militär, ich weiß nicht, wie es da ist. Ja, ich auch nicht, aber ich schätze mal, dass das glaube ich, ein sehr eindeutiger Befehl ist. Jedenfalls, genau, richtig. Da bricht er jetzt dann eben in der nächsten Szene den Horak aus, der Kottan. Genau, und da dürfte früher in den 80er Jahren beim Gasometer Hochsicherheitsgefängnis gewesen sein. Ja, natürlich, gleich neben dem Gasometer. Ja, das macht Sinn. Da war ja nichts früher, oder? In der Gegend. Ja, und... Nein, aber wirklich, das war so, hey, wir haben da eine hohe Mauer, wir zeigen das Gefängnis gar nicht. Wir haben eine hohe Mauer, da lassen wir ihn drüber krallen, fertig. Und vor allem, er bricht ihn einfach so aus. Wie hat er ihn ausgebrochen? Man weiß nichts. Er steht nur mit seinem Auto daneben und wirft ein Seil drüber. Er hupft einer und stellt sich da irgendwo eben ab mit einem Seil, wo Knoten drinnen sind. Und der Kottan, weiß man nicht genau, ob seiner Depression, nicht wissend, dass eh schon ein Mordauftrag auf ihn, also die Husaren ausgeschickt worden sind, engagiert nur seinen Erzfeind, den Horak, dass er ihn umbringt. Aber es muss unauffällig sein. Ne? Ja, er darf es nicht kommen sehen, aber das ist die Aufgabe. Da schlittern uns wieder die Running Gags entgegen, weil er schafft es auch nicht ganz. Ne? Wie in früheren Folgen. Diesmal aber sterben keine Passanten. Ach, stimmt, ja. Das ist das erste Mal, dass keine Passanten sterben aufgrund seiner Arbeit. Die extra Gewerkschaft, also die Gewerkschaft von den Statisten. Die Statisten hat Probleme damit. Naja, wir wollen diese inhumanen Bedingungen nicht mehr. Das letzte Mal haben sie 8 Statisten verbraucht. Stimmt, ja. Aber es ist eh so, dass die die ganze Kottan-Serie eigentlich darauf aufbaut, dass man Institutionen oder Leuten ans Bein pisst. Also angefangen hat es mit der Polizei, die sich ja wirklich aufgeregt hat, weil wir Absolut. Sind ja nicht so und hin und her. Ja. Das ist keine Repräsentation der echten Wiener Polizei. Wir sind viel edler und wir schauen nicht alle aus wie der Pilch. Ja, und spätestens bei Dex weiß man dann, dass die Polizei eigentlich nicht so heroisch ist. Also, absolut. Naja, und dann, genau. Ja, dann haben wir. Woher kam das nochmal mit Blem Blem, wie die Chinesen sagen? Da war nämlich Strike 3. Genau, war das Blem, Blem, wie die Chinesen sagen. War das der Pilch, glaube ich, dann? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war dann wieder der Rückschwenk in das Polizeikommissariat. Ja. Und ich weiß aber, das habe ich wieder verdrängt, weiß nicht, wem er da wahrscheinlich in Kottan, den er da den Vogel zeigt und Blem, Blem, wie die Chinesen sagen. Also, ja, keine ethnische Minderheit wird da außen vor gelassen. Alle sind, bekommen ihr Geld. Ja, genau, richtig. Ja. Die Schokoladepuddings und die... Ja, 3 von 3, wie gesagt. Also es funktioniert ganz gut bis jetzt. Ja, und die Husarenreiter, genau, richtig, versuchen dann den Kottan zu erstechen, aber er ist nicht saus. Ja, weil vorher gibt es noch ein Medley-Duell zwischen Kottan und Asyl. Mit seiner Frau, also die
die Frau Kottan, die singt da im Drei-Mädel-Haus, also eben mit nein, der, nein, mit er dem, ist, er, sie sind das, die sie sind das Drei-Mädel-Haus, oder? Ja, genau, richtig, ja. Genau, das ist die Band, wo sie spielen, und da spielen du, Elvira, Duran, Elvira, sie und die Mama. Aber das ist eh, also irgendwo war Kottan auch da, glaube ich, irgendwo wegweisend für andere Filme. Ich weiß jetzt nicht, ob die Commitments, die sind sicher noch ein Kottan-Draht worden, ne? Wo halt auch das Tattoo Run Run drin waren. Aber da haben wir wieder einen Faden, der sich dann irgendwo weiterzieht. Aber dazu später, von wegen die Musik. Und der Kottan parallel dazu ist auf mächtiger Sauftour, um seine Depression, aus seiner Depression was zu machen. Ne? Ja, genau, richtig. Wir sind endlich nutzen. Wie haben sie gesagt? Seltsamerweise hast du das Asyl, ja genau. Im Asyl hat er dann gespielt. Ja, das billigste Set überhaupt. Da ja. Mit einer Heringbankel und... die sie eh wahrscheinlich rumstehen und hatten. Und der Kerzen und... Ja. Keine feuerpolizeilich. Horrend einfach nur. Heutzutage wäre das innerhalb von zwei Tagen abgefackelt, die Bude. Oder gesperrt. Da müssten sie sich dann auch irgendwo verantworten dafür, wenn das in der Film vorkommt. Ah, 80er. Wo waren denn die feuerwehrpolizeilichen Sicherheitsbeamten? Da haben wir aber keine Unterlagen dafür. Ne? Gut, hey, es war beim Abspann war auch niemand dabei von der Feuerwehr. Also von daher, ich glaube, den haben sie absichtlich außen vor gelassen, damit sie billiger drehen können. Genau, und da singt er, ich bin ein Mann und... eben die Husaren-Soldaten raiden dann sein Zelt auf der Donauinsel oder wo das war, da bei der Wehr, da bei der ja, genau, bei der Lüben, nach Kloburg raus halt. Ja, und stechen mit ihren Militärsäbeln da irgendwie auf das Zelt ein. Und treffen aber nur den Schlafsack. Weil sie versoffen hat dann im Asyl da, nachdem er Ich bin ein Mann wo alle Männer getanzt haben. Playback gesungen hat. Ne? Und es waren nur Männer in dem Lokal und alle haben miteinander. War dann im Drei-Mädel-Haus waren da nur Weibchen? Ha? War im Drei-Mädel-Haus, wo die Frau Kotlan gesungen hat? Da waren die ganzen jungen Leute. Stimmt, das waren alles, das war eben, deswegen habe ich ja gesagt, oh, ist das eine Tanzbar? Ach, stimmt, ja. Ah, da haben wir eh geredet. Ja, ja, voll. Wegen Malaria von Nikolis, das ist da eingefallen, das gab da Korn, Zitronen und so. Ne? Ja, genau, richtig. Ja, nein, aber wirklich, wirklich, wirklich. Dann gibt es einen Cut und der Schrammel wird vermöbelt. Genau, der wird von den Soldaten auf der Bar... Einer der besten physischen Gags, die sie jemals eingebaut haben. Schrammel sitzt auf einer Bar und wird von einer Bar... zur anderen Seite der Bar geschlagen. Auf dem Tresen, ja. Auf dem Tresen rutscht er hin und her. Wie ein Bier, weißt du, was weggeschickt wird. Und links und rechts, was wie in einem Bud Spencer-Film, wo ja, genau. Der eine Husar auf der einen Seite anschlägt, der rutscht wieder die ganze Bar entlang zu anderen, um da in die Faust des anderen zu fallen, der ihn genau. Wieder hinrutschen lässt. Und dann wird halt der Sprecher aus dem Off, der dann sagt, eben, dass der Schrammel den Kottan verraten hat, eben, wo er wohnt. Hat er nicht, eben. Hat er schon. Oder nicht gleich, aber... Ja, genau, richtig. Weil er ist gefoltert worden, stundenlang, indem sie ihn in die blinkende Ampel, in die orange blinkende Ampel reinschauen haben lassen. Unter anderem, aber im ist Dings, das eine spezielle Wiener Ampelsystem? Ich weiß nicht, was das ist. Manche Gags habe ich nicht verstanden, aber ein Easter Egg habe ich dann nur gesehen, eben in der Bar-Szene, wie sie ihn vermöbeln. Ja. Ist er ja dann gleich verbunden. Ja, ja, genau. Gleich auf Schnipp. Gleich, in der Bar selber noch. In der Bar und hinten bei so einer Posterwand siehst du auch ein Poster vom Hellwein. Ja. Mit diesem eingebundenen Kopf, wo der Schrammel genauso, also ähnlich ausschaut. Der, ja. Der Hellwein hat eben diesen eingebundenen Kopf, der Typ mit dem Schnurrbart, wo der die Gabeln über die Augen irgendwo hat. Ja, also sie haben sie wirklich sehr, sehr mit sehr viel Liebe ans Detail da an die Easter Egg Produktion gemacht, obwohl die wie gesagt die Handlung ja, die ist schnell erzählt. Ja, genau. Aber wir verlieren uns da eben da nicht in die Details. Ja, eben genau, das ist eben was das Unterfutter für die 60 Minuten sind. Ganz stimmt, einfach. Ja. Genau, und dann kommt es schon zum Showdown mehr oder weniger. Weil sie versuchen ihn zu erstechen, es passiert nicht. Sie kommen zum Kottern.
der Pilch und der Schrammel. Ja, da gibt's also. Habe ich da was dazwischen verpasst? Eine Sache habe ich auch noch aufgeschrieben. Irgendwo ist die, ist das auch eine. Ich weiß noch nicht mehr, was in den anderen Folgen so passiert ist. Also nicht mehr so genau. Aber ich würde fast auch als die Folge der dummen Hüte beim Pilch irgendwo. Er dann billigen Faschings-Cowboy-Hut auf, wie er den Automaten erschießt. Dann hat er einen Schwimmring. Ein Schwimmring. Baby-Schwimmring am Kopf, glaube ich. Genau, da ist diese Szene, wo er da irgendwo umfällt. Der Gag war nicht besonders gut oder so. Ne? Aber ja, er hat viele definitiv dumme Hüte. Definitiv viele dumme Hüte, ja. Pilch trägt viele dumme Hüte. Und dann kommt die große, also ich finde es einen netten Sager, den sie den Harry Arendt sagen lassen, nämlich am Pilch, von wegen der irgendwas sagt, wir müssen sie den und den ins Boot holen oder so, ne? Ja, genau. Und da sagt er eine Sache, die mir eigentlich recht gefallen hat. Ein Boot, in dem alle sitzen, geht sowieso unter. Das habe ich irgendwo. Das habe ich irgendwo nett gefunden, weil. Hashtag das Boot ist voll oder Naja, das ist ja jetzt eben auch in unserer heutigen Zeit dieses geflügelte Wort, wir müssen den ins Boot holen und hin und her. Ja. Und eigentlich finde ich das eine nette Erwiderung da irgendwo drauf, ein Boot, in dem alle sitzen, geht sowieso unter. Wirklich minutiös, da haben sie wirklich einen, also da hat der Zenker definitiv nicht schlecht geschrieben. So. Oder das Team dahinter nicht schlecht. Da hat jemand einen guten Drogenrausch gehabt. Und so, ich habe eine voll gute Idee jetzt gerade. Ja, nein, und aber dann wird eben der Cotton quasi noch einmal nach einer. Was habe ich noch vergessen, was dazwischen ist? Sind halt dann dazwischen auch die Ermordungsversuche vom Horak. Also die alle schief gehen wieder. Die schief gehen. Stimmt, und dann haben und der Horak und Wasservogel noch ein Gespräch. Stimmt auch, ja. Horak sagt, er möchte ihn gar nicht mehr umbringen, weil jetzt, wo er es will, ist es nutzlos für ihn, weil er würde nur für ihn arbeiten. Mhm. Und da. Und dann sieht man Horak einen Marquis de Sade lesen. Also ja, genau. Ich weiß nicht, ob das einen tieferen Sinn hat dann. Something, something, er ist gebildet. Ja, keine Ahnung. Ja, und dann wird halt der Cotton nach eigener Rede da quasi als Gastarbeiter bei der Polizei vereidigt, weil es eigentlich genau, im Fall nicht weiterkommen und was soll ich wie ein Gastarbeiter bei der Polizei? Ja. Also habe ich auch irgendwo einen netten Einwand gefunden und in der Tat löst er dann den Fall auf sehr simple Art und Weise. Ja, also Columbo wird sich im Grab umdrehen. Aber ja, es war nicht noch ein Ding. Er war es wurscht und sie haben halt recht wenig Verdachtsmomente gehabt. Also nur er als Zeuge, was halt nicht genug war. Ja, also mussten sie ein Beweismittel noch. Und dann, wo er dem Wasservogel. Eine Falle stellt. Also oben steht der, Schrammel mit der Gießkanne. Und es ist die schwächste Falle aller Zeiten. Ja, es ist so. Es ist einfach nur so, wir wollen endlich, dass die Folge zu Ende geht. Okay. Weil das war einfach nur schleißig, wirklich. Ja, eben der Schrammel steht oben und gießt nach unten. Dadurch glaubt der Wasservogel, dass es regnet. Obwohl an dem Tag hellichter Tag ist. Ja, Traumwetter, ja. Kaiserwetter. Man würde es sogar Kaiserwetter nennen. Stimmt, ja. Und er drückt ihm halt den Schirm in die Hand, dass er nicht nass wird. Ja. Und der Schirm ist natürlich die Tatwaffe. Ja, die nämlich ein Bajonett drinnen hat. Und er nennt es ein Skalpell. Ah, das ist kein Skalpell. Ein Skalpell verwendet man in einem Krankenhaus oder so. Oder wenn die Sprache ist ein sehr biegsamerer Begriff. Naja, ich weiß nicht. Warum nicht? Naja, also, okay. Vielleicht irgendwo in einem Wiener Altdialekt in den 80ern hat er vielleicht Skalpell dazu gesagt. Mag sein, keine Ahnung. Ja, und plötzlich jetzt sind die Fingerabdrücke vom Kaiser auf der Tatwaffe und Fall gelöst. Was aber im Endeffekt Fälschung von Beweisen ist. Sie haben. Ja, es haben alle irgendwo geahnt gewusst, dass der. Es stehen 12 Polizisten daneben und keiner beschwert sich. So, hey, ist das nicht moralisch verwerflich oder so? Alle so, nein, passt schon. Kein Wunder, dass sich die Polizei aufgeregt hat. Ja,
irgendwo wundert es mich eh, also, weil die Depression in der Folge so einen großen Stellenwert hat. Also ja. Eben auch dann der Pilch, also nicht nur der Cotton ist höchst depressiv. Ja. Und, der Pilch ist aber auch schon länger depressiv. Ja, aber jetzt konnte er ja froh sein, weil der Cotton suspendiert ist. Ja, genau, richtig. Sein Traum ist endlich in Erfüllung gekommen. Ja, und so. Aber trotzdem. Und der Cotton löst den Fall dann und dann wird er dann total depressiv. Ja. Eigentlich. Ne? Und dann Schrammel und Schremser überreden den Pilch dann, dass er was singt, aber für seine Beliebtheitswerte. Beliebtheitswerte auch, genau. Das ja. ist ja, das ist ja etwas, wo er schon immer obsessiv darüber war, dass es immer nur ging es ihm um seine Beliebtheitswerte. Ja, und ja. dann seine oh. Entgegnung, er kann sich ja keine Texte merken und dann singt er, wo sie auch nicht, also wo auch so eine musikalische Erleuchtung da irgendwo war. Oh ja, der hat, definitiv. Der hat ja das Wuhu, Wuhu, Wuhu vom Tarantino. Das ist, der Titel. Der Titel des Songs ist Wuhu, Wuhu. Ja, das kann er sich merken, aber der Cotton war eigentlich vor Kill Bill, ne? Ja, ja, ist, wesentlich ist, vor Kill Bill. 20 jetzt, Jahre vor Kill Bill. Jetzt, die Folge. Ist, 2003, denk, ja. Jetzt denke ich mal, hat der Tarantino. Diesen Verdachtsmoment habe ich schon länger. Cotton geschaut? Also, diesen Verdacht habe ich schon länger. Und es wäre vielleicht gar nicht mal so. Schau, spätestens jetzt wäre es eine Möglichkeit, seitdem der Christoph Waltz in seinen Filmen auftaucht. Ja, er hat ihn nur angestellt, weil er so, er schaut ein bisschen aus wie der Cotton. Der Waltz, nein, überhaupt nicht. Aber er hat einmal einen Polizisten gespielt, Seite an Seite mit dem Tobias Moretti. Wirklich? In einem Dreiteiler oder so. Ich kenne nur seinen anderen Des-Auftritt vom. Oh ja. Der ist ja dann eh. Du meinst, dass ich bin das neue Jahr? Exakt. Ja, ja. Wo man seine grauen Kronjuwelen in dem extremst eigenen Ding da sieht. Ja. Wow. Wirklich. Oh ja, stimmt. Ja, der ORF gibt es selber zu. Sie wissen nicht, was sie ausstrahlen sollen. Also haben sie einfach die Chris Lohner, die sagt, oh ja, und jetzt sehen sie mich beim 3,5 Stunden beim Stricken von einer Skisocke zu. Ja. Ich so, ja. Eindeutig, das sollte der ORF wieder machen, statt fucking irgendwelche, keine Ahnung, furchtbaren amerikanischen Schuss. Ich sehe, dass es verloren geht, das Stricken eigentlich. Also, ja, so, Ilse Buck kam ja auch vor in einer Folge. Das finde ich überhaupt super. Ilse Buck, wo ist die Ilse Buck unserer Zeit? Ja? Wir haben Germany's Next Top Model. Ja, ja ich habe keinen Fernseher, weil wir das Ganze nicht ausschauen will. Ne? Und jetzt spielen sie ja kein Cotton mehr oder kaum mehr, ne? Ja. Und, na, oder etwas Vergleichbares von der Qualität. Ein MA2412, ein Cotton, ein, keine Ahnung, meinetwegen sogar ein Tohuwabohu, ja. Naja, also. Oh, eine Sendung ohne Namen, irgendwas, das ist. Oh ja, das war kurz, das war schön, das, ja. Das war aber in den 2000ern, das war eine großartige Serie, ja. Also, oh, von mir aus Kaisermühlenblues. Ja. Ich habe mir letztens Braunschlag angeschaut, das war richtig. Ja, eben, okay, da habe ich großartige Dinge schon darüber gehört. Das könnte eine zukünftige Podcast-Thema-Serie sein, jetzt wo der Cotton seinem Ende zugeht. Stimmt, und die gibt es eigentlich, also derzeit noch auf YouTube, alle Folgen. Ah, super. Also ohne. Ich habe auch noch eine andere Methode, ich habe es auch noch auf DVD irgendwo. Auch recht nett, ne? Gut, und wie gesagt, also das eine haben wir eh schon vorweggenommen, weil es irgendwann ein Kreis ist, der sich schließt. Ja. Der Cotton sitzt am Hütteldorfer Bahnhof. Und spielt Gitarre. E-Gitarre ohne Verstärker. Der Resetaris kann nicht Gitarre spielen, glaube ich. Ne? Oh nein. Sein Bruder, der Ostbahnkurt, also der Willi, der konnte das, glaube ich, gerade noch. Hoffe ich. Aber ja, ich meine, die Resetaris-Brüder haben Österreich in der Zeit relativ geprägt. Also absolut, ja. Also in der österreichischen Kulturszene, ohne Frage. Kabarett, Film, Musik, definitiv. Nein, aber jedenfalls, die Folge geht eben zu Ende mit diesem melancholischen Ende, weil wir ja alle wissen, dass es nur noch eine Folge geben und wird. Und da wird nicht aufgeschrieben, was er singt dann zum Schluss. Oder erinnert er mit den Titel aber und. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was er singt, aber er singt dann noch irgendeinen Song, der passend ist. Und ja, also den Fall und die Easter Eggs haben wir schon besprochen, die Depression von Cotton haben wir auch schon besprochen, aber
man sieht an der Folge, dass es eben dem Ende zugeht. Ja, also es hat schon, es versucht irgendwie den Kottern quasi einen letzten großen Schritt machen zu lassen, bevor er quasi zu Grabe gelegt wird, quasi in der nächsten Folge, mehr oder weniger, für die nächsten 30 Jahre. Wie gesagt, der Kottern-Film, den ich nicht gesehen habe, ja, dann rauskommt. Ja, ja, aber alles bis dahin ist definitiv das Gefühl des Endes. Also zumindest von den vorigen Folgen, ja, ab. Wie gesagt, also mir taugt das Undertalk. Ja, ich, ja, bin genau, selber einer. Und, eben, würdest du, das ist eine Frage, die ich eh fast jedem stelle, würdest du die Folge erstens nochmal anschauen? Würdest du The Cotton jetzt wieder anschauen? Ich glaube, und würdest du es anderen Leuten empfehlen, jetzt diese Folge? Ist das ein Verkaufsgespräch oder irgendwas? Nein, weil ich finde die Folge selber ja nicht schlecht, aber ich würde sie jetzt nicht als Einstieg für jemanden anbieten, ne? Quasi als erste Folge dann zum Anschauen. Naja, eine Serie sollte man eh nicht in der Mitte irgendwo tun. Es zeigt bei den Running Gags. Eben, also, aber es zeigt die Grundessenz der letzteren Folgen definitiv, von der Absurdität und allem drum herum. Aber es ist definitiv nicht so catchy oder naja, also, wie sozialkritisch gesagt, wie die ersten Folgen. Ich habe ja noch in Erinnerung, dass die letzten Folgen mir damals bei der ersten Ausstrahlung eigentlich nicht mehr so gefallen haben. Ja, weil sie seichter sind und alles. Ja, und die Running Gag schon sehr ausgelutscht und jetzt fällt ihnen wieder nichts mehr ein, was gescheit. Also haben wir eh gesehen, jetzt wird der Automat erschossen und. Wobei das war ein First, dass er erschossen wird und dann aufgehängt wird und anscheinend wirklich tot ist. Stimmt, da hat er dann der Pilch hat ein Memento irgendwo draus gemacht, so dann mit einem Hirschgeweih oder was. Ja, wie eine Trophäe halt. Ein erster erschossener Kaffeeautomat. Und ja, also eigentlich muss ich sagen, ich war jetzt angenehm überrascht, einfach weil ich nicht mehr in Erinnerung gehabt habe, dass so viel... Du hattest ein wesentlich schlechteres Gefühl. Dazu war es wahrscheinlich schon, ja. Ja. Aber ich find's nicht schlecht. Ich glaube, das habe ich damals gar nicht mitgekriegt, dass da die beiden Kotans da eine Szene spielen, wo ein Vorstellungsgespräch oder alte den Leichen. Ja, genau, richtig. Anstellt. Das sind Sachen, die man verdrängt einfach. Vielleicht mag sein, aber vielleicht ist mir früher auch nicht aufgefallen. Also, ja, das könnte auch sein, ja. Voll. War ja auch noch jünger und ich weiß gar nicht, ob ich damals die Buchrieser Folgen gesehen habe. Vor allem, da waren ja da ein paar Jahre dazwischen, zwischen die Buchrieser Folgen der Folge 18 und so. Genau. Und da war mir der Buchrieser wahrscheinlich auch noch nicht so geläufig oder irgendwas. Naja. Jedenfalls, aber definitiv eine Folge, die man sich anschauen kann. Durchaus, ja. Absolut empfehlenswert von meiner Seite aus. Ich mochte, der Fall war absolut nicht existent mehr gegenüber der letzten Folge, die durchaus einen Fall hatte mit einem Serienmörder. Wenn es eine Moral hat, die geht wieder gegen die Polizei, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Obwohl, man muss zu einer Entschuldigung sagen, der Kottern ist ja suspendiert und dementsprechend sind das natürlich keine Polizeimethoden, sondern die eines Außenseiters, eines Vigilantes. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Ja, oh nein, in der letzten Folge wieder der Punisher. Das könnte sein. Der Wasservogel bringt seine Familie um und er so, nein! Und dann fängt an, keine Ahnung, die österreichische Variante, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Du hast ja was. Schau, ich schreibe schon den nächsten Film. Oh wow, der Resitar ist jetzt dann schon wirklich alt jetzt so. Nahkampf. Und dann einfach. Das Stallone macht das. Ja, genau. Nur mit dem Unterschied, dass er nie wirklich fit war. Der Lukas, er ist immer noch gleich unfit wie damals. Naja, ist vielleicht sogar ein paar Kilo zu viel noch. Ja, das ist klar. Dazu war er, glaube ich, fitter als Kottern. Aber trotzdem eine Ikone der Kabarett, der österreichischen Kabarett-Szene. Ja, und wirklich gut besetzt. Für die Folgen passend, finde ich. Ja. Ich glaube, er hätte das Melancholische oder Grantlerte und so nicht so gut ernst rüberbringen können, wie diesen verspielten Kottern. Ich weiß auch nicht. Also, geschrieben hat es der Zenker, also ob der seine eigene Depression da vielleicht ein bisschen reingepackt hat. Oder, dass er gewusst hat, das ist die vorletzte Folge und das... Ja.
jetzt müssen wir schauen, dass wir was anderes machen. Und eben die Ära Kotan geht zu Ende. Genau. Und es war nichts anderes am Horizont, dass er das vielleicht auch reingepackt hat. Also Mutmaßung von mir. Ich habe ihn nicht kennt, aber ich schätze seine Schreiberei Kotan durchaus sehr. Wo kann man, schließen wir die Folge auch von für uns ab, finde ich. Ja, Leute, wir sind bei der vorletzten, also bei der vorletzten regulären Folge, dann kommt die große Premium-Ultra-Video und alles drum und dran Folge. Schauen wir mal, wie die, oder hoffentlich wird es Video. Wir werden sehen. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Schaut wieder das nächste Mal dabei. Gibt's gute Reviews und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt. Like, Favorite, Share und Subscribe oder wie die anderen YouTuber das sagen und Podcaster. Danke nochmal fürs Kommen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben so lange geredet, wie die Folge lang war. Blau. Also, von daher, wir haben es gut abgerundet wieder. Aber schaut euch eben einen Film an und hört euch den Podcast nicht an. Ja, schau. Ist unterhaltsamer vielleicht. Ja, und vielleicht dann den Podcast anhören. Genau, richtig. Vor allem das sagen wir jetzt am Ende von der Folge, weil das Erste, was man macht, ist, man klickt das Ende an und schaut, wie es ausschaut. Das macht man ja immer so. Danke nochmal fürs Kommen. Vielleicht sehen wir dich ja nochmal bei der letzten Folge. Wenn du mich einlädst, mag das sein. Wenn das mit dem Timing dann mit den anderen zusammenpasst. Perfekt. Okay, danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.